Osterfeiertage sind um und ich war tatsächlich alles, nur nicht in der Ketose. Ich habe mich jetzt also 4 Tage lang überhaupt nicht ketogen ernährt und habe sozusagen eine Keto-Ausnahme gemacht. Und hier muss ich nochmal klarstellen, was Keto-Ausnahme bei mir explizit bedeutet. Ich bin nämlich noch nicht an dem Punkt angelangt, wo ich zum Beispiel einfach mal so Low-Carb-Phasen einbauen könnte. Ich bin nämlich wirklich sehr stark zuckerabhängig und schon kleinste Mengen an Kohlenhydraten oder Zucker sind so ein krasser Trigger für mich, dass ich komplett zurück in meine Zuckersucht verfalle. Der Weg zurück zur ketogenen Ernährung und auch in die Ketose ist jedes Mal extrem schwierig und es fühlt sich wirklich an, als würde ich wieder komplett von vorne beginnen. Und ehrlich gesagt habe ich dafür auch schon meine Rechnung erhalten. Ich hatte nämlich gestern einen sehr starken Migräneanfall. Zum Glück kannst du aber einiges tun, um dir den Einstieg zu erleichtern. Erstens Intervallfasten. Ich persönlich mache die 16:8 Methode. Das ist keine Empfehlung, Freunde. Ich bin kein Arzt. Ich sage nur, dass ich das so mache. Die 16:8 Methode des Fastens ist eine Form des intermittierenden Fastens und dabei hat man täglich ein Zeitfenster von 8 Stunden, in dem man essen kann. Klar, dass man dann 16 Stunden nichts isst, das ist die Zeit, in der wir fasten. Während dieser Fastenperiode darfst du aber trinken, keine Sorge, du kannst Wasser trinken, du kannst Kaffee trinken, du kannst Tee trinken. Achte einfach darauf, dass das Ganze keinen Zucker enthält und auch keine Milch. Beispiel, wenn du um 12 Uhr mittags mit dem Essen beginnst, dann solltest du um 20 Uhr abends aufhören mit dem Essen, dann beginnt deine Fastenperiode. Am nächsten Tag kannst du dann wieder um 12 Uhr dein Fasten brechen, beginne mit dem Essen und dann wieder um 20 Uhr abends aufhören mit dem Essen. Du kannst einfach so ein bisschen damit rumspielen. Manchmal wird vor allen Dingen für Frauen empfohlen, den Zeitraum, in dem man essen kann, ein bisschen zu erweitern. Da würde dann zum Beispiel die 14:10 Methode passen. Das heißt 14 Stunden fasten, 10 Stunden essen. Solltest du aber merken, dass dir das überhaupt nicht gut tut und du kommst überhaupt nicht damit zurecht, lass es bitte sein. Und sowas sollte generell immer mit einem Arzt abgesprochen werden. Warum soll man jetzt also fasten, wenn man versucht, wieder zurück in die Ketose zu kommen? Klartext, während du nicht isst, werden die Kohlenhydratspeicher in deinem Körper aufgebraucht. Wenn diese Speicher in deinem Körper leer sind, fängt dein Körper an, Energie aus Fett zu gewinnen und nicht mehr aus Kohlenhydraten. Dieser Prozess wird dann als Ketose bezeichnet und das ist eigentlich das, was wir erreichen wollen. Aber Achtung, bitte, bitte achte darauf, in dieser Zeit genügend Nährstoffe zu dir zu nehmen, sonst kann das Ganze echt nach hinten losgehen. Bitte pass auf. Zweitens das Wundermittel Apfelessig. Ich gebe jedes Mal vor einer Mahlzeit circa 1 Esslöffel Apfelessig in etwas Wasser und trinke das. Es gibt einige Studien, die darauf hinweisen, dass Apfelessig den Blutzucker stabilisieren kann, besonders bei Menschen mit Diabetes Typ 2. Der genaue Mechanismus ist irgendwie noch nicht so ganz verstanden, aber es wird vermutet, dass Apfelessig den Blutzuckeranstieg nach einer Mahlzeit verlangsamt, indem es die Aufnahme von Kohlenhydraten aus der Nahrung hemmt. Dazu gibt es auch verschiedene Studien. Ich habe dir ein paar verlinkt in der Infobox. Drittens, leichter Ausdauersport. Das hilft wirklich total. Gleiches Prinzip wie beim Fasten. Denn wenn wir Sport treiben, verbraucht unser Körper Kohlenhydrate. Das heißt, deine Kohlenhydratspeicher im Körper werden geleert. Wenn du dann zusätzlich auf Kohlenhydrate verzichtest über die Nahrungsaufnahme, gelangst du schneller in die Ketose. Welche Sportarten sind dafür geeignet? Zum Beispiel sowas wie Laufen, Schwimmen, Fahrradfahren. Oder was ich sehr gerne mache, ist Seilchenspringen, weil ich das einfach überall machen kann. Viertens, viel Ablenkung. Wenn du wirklich so zuckersüchtig bist wie ich, musst du dir deine Tage möglichst vollpacken, damit sich einfach nicht deine ganzen Gedanken nur um Zucker und Kohlenhydrate drehen. Damit meine ich jetzt in keinem Fall irgendwie Treffen mit Freunden oder so, sondern Aktivitäten, die ich vor allen Dingen auch alleine machen kann. Das heißt, ich plane meine Zeitfenster ganz klar und deutlich ein. Zum Beispiel, da gehe ich spazieren, da treibe ich Sport, da habe ich eine Wellness-Einheit eingeplant. So verhindere ich einfach, dass ich oft in die Situation komme, wo meine Gedanken sich wieder komplett nur um Zucker und Kohlenhydrate drehen. Das passiert tatsächlich sehr oft. Solltest du jetzt einen Partner haben oder zum Beispiel Freunde, die sich auch ketogen ernähren, ist es meistens überhaupt gar kein Problem, wenn du Aktivitäten mit denen einplanst. Leider ist es aber so, dass vor allen Dingen am Anfang, wenn man wieder versucht, in die Ketose zu kommen, einen sowas sehr stark triggern kann, vor allen Dingen auf zum Beispiel Geburtstagen oder irgendwelchen Feiern, wenn einem dann sowas wie Pommes, Pizza oder irgendwelche Süßigkeiten angeboten
empfohlen werden, da ist es manchmal etwas schwierig mit der Willenskraft und man greift dann einfach wieder zu. Fünftens, sehr, sehr viel Wasser trinken und auch Elektrolyte einnehmen. Ich benutze diese Elektrolyte hier, die sind von so einer speziellen Ketomarke und da ist einmal Calcium, Magnesium, Chlorid, Sodium und auch Kalium mit drin. Finde ich super gut. Eine Tablette am Tag mit reichlich Wasser einnehmen, reicht schon. Das sorgt einfach dafür, dass du nicht so Kopfschmerzen und andere Nebenwirkungen hast, wenn du wieder versuchst, zurück in die Ketose zu kommen. Sechstens, vorkochen. Das hilft wirklich enorm, wenn du dir einige Keto-Gerichte vorkochst, damit du die erste Zeit nicht zusätzlich Stress hast und noch sehr viel Zeit in der Küche verbringen musst. Ich friere super gerne Sachen ein, deshalb achte ich immer drauf, dass ich da ein bisschen Gemüse vorgeschnibbelt habe, was ich eingefroren habe. Sowas wie gefrorene Beeren ist auch immer cool, ein bisschen Spinat und so weiter. Aber eben auch solche Sachen wie zum Beispiel Keto-Pancakes, die friere ich super gerne ein. Morgens einfach in die Pfanne geben, aufwärmen und dann hast du ein fertiges Keto-Frühstück. Mega geil. Hier in dieser Schublade ist da super viel Gemüse, aber auch eben sowas wie zum Beispiel eingefrorene Butter. Das hier ist meine Rohmilchbutter, die ich bestellt habe. Und hier in der Dose habe ich zum Beispiel meine Keto-Spinatbällchen. Die gebe ich auch sehr gerne einfach in den Ofen oder den Airfryer zum Aufwärmen. Und dann habe ich auch so ein super schnelles Keto-Frühstück parat. Natürlich kannst du aber auch einfach solche Sachen wie Fleisch einfrieren. Ich habe hier auch ein bisschen von meiner Knochenbrühe eingefroren. Das ist eine super tolle Basis für zum Beispiel Keto-Soßen. Verwende ich total gerne. Hier habe ich schon ein paar Knochen vorbereitet. Rindermarkknochen, aus denen ich dann nochmal eine neue Knochenbrühe zubereiten werde. Das Rezept lade ich dann auch nochmal hoch. Da kommt dann auch zusätzlich nochmal eine Beinscheibe rein, damit da einfach ein bisschen mehr Fleisch dabei ist. Hier habe ich nochmal anderes TK-Gemüse, Brokkoli und so ein Gemüsemix. Und ansonsten auch so Patties. Die mache ich immer, wenn ich ein bisschen Hackfleisch übrig habe. Dann bereite ich die mir vor, packe die in solche Silikontüten. Und das ist halt einfach super praktisch. Wenn man mal viel zu tun hat, die kann man einfach schnell in die Pfanne geben. Dieser Tipp gilt jetzt leider nicht für alle, denn wenn du so stark zuckerabhängig bist wie ich, kann das auch nach hinten losgehen. Du kannst allerdings ein paar Keto-Desserts einplanen, so ein bis zwei die Woche, damit du wenigstens ein bisschen das Gefühl hast, was Süßes zu dir nehmen zu können. Also meistens sind da ja so Zuckerersatzstoffe drin. Bei mir persönlich führt das einfach dazu, dass ich dann noch mehr Verlangen nach echtem Zucker habe. Und so habe ich schon ziemlich oft die Keto-Diät einfach komplett abgebrochen. Halt mich für verrückt, aber diese Zuckersucht ist wirklich so extrem, dass ich alles versuche, um da wieder rauszukommen. Deshalb höre ich mir tatsächlich Affirmationen an, die dabei helfen sollen, auf Zucker zu verzichten. Vielleicht ist das für den einen oder anderen was. Ich weiß, dass da nicht alle dran glauben. Und wenn du nicht dran glaubst, dann lass es auch einfach. Aber vielleicht ist es hilfreich. Ich höre mir einfach YouTube-Videos dazu an. Ich habe dir ein paar davon in der Infobox verlinkt. Kannst du einfach mal abchecken, ob dir das gefällt oder nicht. Eine andere Möglichkeit, die für viele sogar besser funktioniert, ist, wenn man sich selbst Affirmationen rausschreibt. Kannst du es einfach googeln. Da gibt es schon fertige. Rausschreiben, einfach ins Handy einsprechen, dann anhören. Mit der eigenen Stimme funktioniert das für viele einfach besser. Viele schwören ja auch auf exogene Ketone. Das kann ich auch total nachvollziehen. Ich selber nehme die nicht ein. Ich finde die etwas zu teuer, aber die sollen den Einstieg in die ketogene Ernährung nochmal deutlich erleichtern. Damit kommt man wohl auch schneller in die Ketose. Also falls sich das Thema interessiert, kannst du ja einfach mal googeln. Exogene Ketone. Da es mir vor allen Dingen super schwer fällt, wenn ich auf Geburtstagen, Feiern und so weiter eingeladen bin, meine Ernährungsform durchzuziehen, muss ich mich wirklich am Anfang, wenn ich wieder versuche, in die Ketose zu kommen, stark isolieren. Für mindestens 3 Wochen ist mein Terminplan leer. Ich treffe mich mit niemandem, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann einen Rückfall erleide, einfach sehr, sehr hoch ist. Das Ganze ist mit sehr, sehr viel Willenskraft verbunden. Du musst dir das wirklich so vorstellen, dass ich ein Zucker-Junkie bin, okay? Das ist wirklich eine sehr krasse Abhängigkeit. Du gehst ja auch nicht zu einem trockenen Alkoholiker und sagst, ach komm, den einen Schluck Alkohol kannst du ja wohl nehmen, weil das ein Trigger ist und die Person dann zurück in ihre Sucht verfällt. Und so ist das eben bei mir auch mit dem Zucker. Wenn du dich übrigens schon längere Zeit ketogen ernährst, dauert das gar nicht so lange, bis du wieder in der Ketose bist. Es ist wirklich nur ganz am Anfang, wenn du zum ersten Mal ausprobieren möchtest, dich ketogen zu ernähren, da dauert das so eine Woche, vielleicht sogar länger, bis du in der Ketose bist. Wenn du aber gerade so ein Kandidat bist wie ich, der sich schon seit über einem Jahr oder so ketogen ernährt, nach einer Ausnahme brauche ich circa 2 bis 3 Tage, bis ich wieder komplett in der Ketose bin. Aber diese 3 Tage sind
der Horror sind mit Entzugserscheinungen verbunden und das wünsche ich eigentlich niemandem. Deshalb ist es für mich nicht unbedingt ratsam, solche Ausnahmen zu machen. Und ich habe auch keine Antwort darauf, warum ich die jedes Mal mache, obwohl ich doch weiß, dass es mir dann so schlecht gehen wird. Ich möchte dir unbedingt eine Sache mit auf den Weg geben. Du bist definitiv nicht alleine. Ich weiß, wie schwer es ist und bitte lass dich nicht beeinflussen von Leuten, bei denen immer alles so perfekt und einfach aussieht. Jeder hat diese Probleme, es redet nur nicht jeder drüber. Hab das im Hinterkopf. Hast du noch irgendwelche Tipps, wie man schnell wieder in die Ketose gelangt? Lass es uns in den Kommentaren wissen. Ich glaube, wir sind alle sehr, sehr dankbar dafür.